Junk Food Taster.com's episode 2779. It's another blind bag unboxing. Yeah, if you follow my little show, then you may have recognized this here. The Philly ponies, Phillies, elves. Yeah, I've got two bags today. So, these are little, funny ponies which live in this tree. Different worlds, so here's the five worlds. Sure, let's straight unbox it. But it's not My Little Pony, it's something else. Here we go. I think I already got this one. It's a mandolin. Yeah, and she can read your thoughts. Good. Okay. Like some sort of game. I'm not really getting into it. I'm just unboxing. And here's like a flyer with the world. Here we go. It's a story of the Philly elves. Oh, it's a little bit too long to translate it. Ah, here's like the game. So one of my German viewers may read it and explain it in the comments. I don't know. Good, and here's like who is related to who. We've got Mendeleyn. I'm just searching here. She is the daughter of Patrick and Ronja. And she lives in the flower house. There's a flower house, by the way. Here, the. Yeah, nee. Let's not care too much. Let's get the second bag. And this looks awesome. Who's this? So yeah, it's some sort of plush, and these are like plastic, I think. So the card just float to the ground, have to get it. So, and this horse is Ronja, and yeah, related to nature, and she is actually, I looked this up, she is the mother of Mendeleyn, and they both live in the flower house, and this is the flower house. Good. Good, good, good. What do you think? Should I collect all? I'm not quite sure how many of the fillies I already got. I got tons of this. Yeah, of the elves. I mean the elves. I've got tons of filly. Let's check out the collection. So here we go. I'm all storing them in this egg. And it's quite hard to tell what's an elf and what's not. I think this is an elf. This is a witch. Okay. This is, I don't know, this is unicorn holding an egg. Alright. So I have a double. It looks different. Not really. Good. Yeah, I wanted to look up this. Alright, and this is Isabella. So, and in total, it's 21. With Jevil as the super special. Yeah, have you collected all? Let me know. Yeah, if you have suggestions for like blind, awesome blind bags, please, report. I will get it. Otherwise, that's it. Thanks for watching. So, jetzt hier wieder Philly-Tüten. Ja, sie lagen halt rum. Philly war das allererste Video von mir, was, glaube ich, über 10.000 gekommen ist. Ja, genau. Auf alle Fälle, wen habe ich denn jetzt? Ich habe hier, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, den hier habe ich gezogen. Oh, aber den habe ich schon. Aber so hundertprozentig sind die nicht identisch. Guck mal, hier. Also das Plüsch sieht leicht anders aus im Farbton so. Naja. Und Philly sind halt solche Pferde. Und es gibt verschiedene. Das sind jetzt die Elves. Die Elfen.
Den finde ich immer lustig. Diese Pastellfarben, was sagt ihr dazu? Finde ich das auch gut? Und hier dann haben die solche Kristalle hier, guck mal. Die sind sehr, ja, die legen sehr viel Wert aufs Äußere, auf alle Fälle. Genau, ich habe jetzt vier Elfen. Vier Elfen. Dann habe ich hier noch ein Witchi. Wie erkennt man an diesem Umhang? Dann habe ich noch ein Einhorn. Das hält ein Ei hoch, aus welchem Grund auch immer. Weil es halt in diesem Ei war, ne? Wo ich jetzt alle aufgefahren habe. So, und dann gibt es halt also ein Mini-Pferde. Fragt mich, das ist dann Witchi, da gibt es auch alles nochmal. Oder gibt es ein Mini-Einhorn? Habe ich nicht, ne? Ich habe auch Mini-Witches. Und ja, das Super Special ist auf alle Fälle Jewel. Ist das nicht die Mini-Version von Jewel hier? Ich will irgendwas Special-mäßiges haben. Ah, das ist bestimmt Felix oder so hier unten. Genau. Gibt es 21 Stück. Und dann drei Welten, also 21 mal 3. Oh, rechnen. 63. Und dann nochmal Specials und so weiter. Ich glaube, ich habe sogar noch eins rumliegen. Hier, es gibt dann sogar noch Super Specials. Und zwar ist das Tori. Okay. Ja, sammeln eure Kinder das? Eure Töchter höchstwahrscheinlich. Lasst mich das wissen. Ich glaube, es ist sehr groß in Deutschland. Überall anders in der Welt ist das, glaube ich, ist dieses Pferdemädchen, Figürchen, Sammelprodukt. Wie hieß es nochmal? My Little Pony, genau. Aber in Deutschland gibt es überall Philly. Genau. So, das wär's. Danke, dass ihr zugesehen habt. Und bis zur nächsten Folge.